zwei Möglichkeiten. Ich gehe nach Dürfo zurück, gebe das Ei ab und raste einmal, dass auch Durrenz einen Bonus kriegt. Wäre nämlich gar nicht mal so schlecht. Und komme dann wieder, weil wir auch in diese Ruinen müssen, nicht nur hier die Waldlaurer vernichten. Zweite Möglichkeit, ich hätte hier einfach rasten können. Aber die erste Möglichkeit gefällt mir besser, so sind wir schon mal das Ei los. Und wir können den Schlafbonus auffrischen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich am liebsten in Gasthäusern schlafe, wegen dieser Boni. Weil jeder hat zurzeit den Verfassungs- und Machtbonus, außer Durrenz. So, wir haben dein Ei für dich. Sie zieht sich ihre Verbände zurecht. Ich habe das Ei gefunden. Bei Ilias gefiederten Meisen. Sie klatscht die Hände zusammen und zuckt durch den Schmerz zusammen. Wie hast du das geschafft? Ich habe das Nest gefunden, von dem du mir erzählt hast. Hoffentlich haben dir diese Lindwürmer nicht zu viel Schwierigkeiten gemacht. Dann lass mal sehen. Sie wiegt das Ei mit ihrem gesunden Arm. Fantastisch, kein Spruch. Sie streicht mit ihrer bandagierten Hand über die Eierschale. Sie hieft das Ei hinten auf ihre Karre und wühlt in ihren Regalen. Vier für dich. Sie lässt einen Stapel Münzen und ein Zutatenpaket in deine Hände fallen. Alles, was du zum Brauen eines guten, starken Muttermachers brauchst. Bei der Art Schwierigkeiten, die du zu geraten scheinst, könnte es noch nützlich werden. Sie beugt mich näher zu dir heran. Und komm immer bei mir vorbei, wenn du Tränke oder Zutaten brauchst. Abgemacht? Für Freunde habe ich Spezialpreise. Sie zwinkert. Gut, wir haben Erfahrung. Smaragd, Flussschiff und Oger. Achso, hier, so geht's nach unten. Die Pfeile sind irgendwie verkehrt rum. Tränke. Trank der großen Ausdauer. Flussschiff, Perle, Feuchtspuren. Nein. Wofür brauchen wir Ogerblut? Urwind, das ist wahrscheinlich von der Windfäule. Spiegelbild. Trank der Macht. Die könnten wir ziemlich viele gebrauen. Vor allem, weil wir immer zwei rauskriegen. Hey, ich sollte wirklich öfter Braut und Tränke benutzen. Ich meine, hier guckt. Können wir alles brauen? Oh, kostet 240 Kupferpanzer, aber ist billiger, als wenn wir es kaufen. Trank der Regeneration. Trank des verlegten Bildes. Ja, sollten wir alles... Naja, das Problem ist eigentlich eher, dass unsere Lebenspunkte so schnell sinken. Bollwerk gegen Elemente, Macht, Infusion des Lebensessenz. Ah, Käferpanzer und Adra. Dürrwurz, Ausdauer, erwecktes Holz, kleine Erholung. Trank der Eisenhaut. Ich weiß immer noch nicht, für was wir Ogerblut bräuchten. Hier jedenfalls nicht bei den Tränken. Schriftrollen vielleicht? Schriftrolle des Mahlstroms. Schriftrollen brauche ich eigentlich nicht so wirklich. Tränke sind wichtiger. Trank der großen Ausdauer zum Beispiel könnte ich theoretisch 12 Stück herstellen. Ja, das, Jungs, das heißt, ihr werdet mal Tränke verbraten. Bollwerk gegen Elemente zum Beispiel. Trank des gnadenlosen Starrens. Oh ja. Trank der Eisenhaut. Und Schriftrollen sollte ich auch verbraten. Ich sollte wirklich viel mehr Items benutzen. So, jetzt eine Runde schlafen oder geht's wieder zurück in das Gebiet? Wir wollen erst einmal die Druiden da, also die Waldgeschöpfe da erledigen. Und dann wollen wir
in diesen Untergrundtempel, den wir da gefunden haben. Wahrscheinlich halten sie dort die Adlige fest. Greetings. Was für Gästezimmer hast du? Ja, einmal in der Drachenhöhle. Macht, Verfassung, Intelligenz. So, dankeschön dafür. Bittsteller ist in einem Tag 4 Stunden fertig. Das hier ist in einer Runde fertig. Wie sieht es mit meinem Ausbau aus? 10 Stunden. Okay. Übrigens, was ich noch gar nicht gesagt habe, laut den Steam Achievements haben wir alle Gefährten jetzt zusammen. Was nicht ganz stimmt, weil auf uns wartet Patch 2.0. Das kann ich mal vorwegnehmen. Und in Patch 2.0 sollen 2 neue Gefährten eingefügt werden. Es fehlen nämlich, glaube ich, noch 2 oder 3 Klassen. Also was auf jeden Fall noch fehlt, ist der Mönch. Und der Barbar. Alles andere müssten wir, glaube ich, sogar schon haben. So, alle sind mit einem Machtbonus versehen. Und Intelligenz. So, wir sind wieder hier. Wir müssen erstmal hier runter. Und ja, erst will ich mich da oben mit den Wald, mit den kranken Waldbewohnern beschäftigen, bevor ich mich hier mit dem Tempel beschäftige. Hier sind überall nur tote Würms. Das sind die Würms, die von den Banditen getötet wurden, nehme ich an. So, die Truppe steht bereit. Quicksave machen. Hey. So. Hier habe ich auf jeden Fall mehr Spielraum, wenn ich das da oben anstelle. Okay, sie kommen. Erstmal kommt eine Pevgera. Oder Pevgra. Also die Magierin eigentlich. So, die als erstes ausschalten. Du... verbrenn diese andere da, die Mimqua. Oh, Palegina ist aggro geworden. Sehr schön. Oh, Phaedrus. So, Palegina ist wieder zurück. Oh, der Weitlauer hat Itomak umgeworfen. Und weg sind sie. Okay, das waren doch nicht alle, soweit ich weiß. Genau, da ist noch mindestens ein Weitlauer. Und weg. Wow, Erfahrungspunkte gesammelt. Dadurch, dass ich den Waldlauer auf 100% gebracht habe. So, jetzt müssen die beiden noch weg. Aber die sind eigentlich... im Nahkampf sind sie eigentlich harmlos. Genau, tötet...
Oh, Fedris ist zurückgeblieben. Tötet die Beschwörerin, da müsste die Feuerfäule auch verschwinden von selber. Stiefel des langen Marsches, maximaler Ausdauerbonus und athletisch. Toter Mann steht. Verzögerung, Bewusstlosigkeit um 3 Sekunden. Nein, du kriegst den Ausdauerbonus. 15 Ausdauer, 2 Athletik. Wow. So, wer braucht Schuhe? Du hast welche? Du hast. Dann kriegst du Toter Mann steht. So. Ja. Das hat sich doch gelohnt. Und hey, wir haben kaum was wegstecken müssen. Ja, manchmal ist ein bisschen Strategie und Taktik. Ja. Doch ganz nützlich. So. Quell? Du hast ja. Ja, Regenerationsträger unter. Wofür war die Erholungsträge doch mal gut? Minus 2 Dauer von aktiven abträglichen Effekten über 30 Sekunden. Ah, den sollten wir trinken, wenn wir vergiftet sind. Sehr gut. Hm. So, jetzt möchte ich aber da rein, bitte. Statue untersuchen, den Totenschädel, Schlüssel ausprobieren. Der Schlüssel gleitet mit Leichtigkeit ins Schloss. Du drehst ihn um, worauf sich die zerstörte Statue zu bewegen beginnt. Der versumpfte Sockel der Statue gibt den Blick auf einen dunklen Weg in der Erde frei. Stille Sklaven? Doris kennt da Kultisten? Okay. Oh, auf jeden Fall ist es ein Tempel nach dem Ladebildschirm. Und ihr solltet auf jeden Fall die Option das rausmachen, dass bei Kampfbeginn die Leute ihre Befehle vergessen. Optionen, Spiel. Gruppenbewegungsstoff bei Angriffsbindung deaktiviert, genau. So. Light. Flame and sound. Was haben wir hier? Dieses Bildnis besteht aus mehreren krummen Stöcken, die jemand mit einer krummen Schnur zusammengebunden hat. Sie wirft einen ominösen, flackernden Schatten auf die Wand. Oh, sind wir hier vielleicht in der versunkenen Festung gelandet? Okay, hier ist nur eine Tür hier lang. Und ein Tempelwächter hier. Und Kultisten. Au. Das war schmerzhaft. Aber hey, ihr seid Kultisten, ihr könnt nichts. So viel zu denen schon mal. Oh, sie haben aber Doritz ein bisschen. Dürfotruin. Okay, es scheint nicht gerade klein zu sein. Sure. Das heißt, jede Menge Spaß für uns. Und wir scheinen uns auch nicht einfach so tarnen zu können. Mit diesen Hauben. Oh, du stehst noch.
Der Kultist sieht ein bisschen klein aus. Ist er ein Zwerg? Ich glaube, zum Tarnen ist es mittlerweile zu spät, wenn wir uns hätten tarnen können.